So, moin moin, hier aus Südhessen. Wir stehen hier gerade zwischen Frankfurt und Mainz und haben hier gerade eine Gewitterzelle. Stehen jetzt ja auch so ein bisschen im Regen, im Eisschirmregen. Ja, wir haben hier gerade eine Wallcloud, die jetzt aber gerade wieder so ein bisschen an Struktur verliert. Schade, eben gerade sah es auf jeden Fall deutlich besser aus. Man hat auch hier Richtung Süden, ja, so leichte Andeutungen von vielleicht einer Böenfront. Muss mal gucken, ob die gerade von dem RFD so ein bisschen getriggert wird. Guck mal da hinten, zwischen dem Funkmast, Strommast lenken. Guck mal, da ist irgendwie so eine Art Funnel oder sowas. Siehst du das? Da. Ja, da geht's auf jeden Fall ein bisschen, ja. Da geht's ein bisschen runter. Ja, war ziemlich kompakt. Schert irgendwie gerade ein bisschen nach Süden weg, ne? Ja, genau. Ist gut so. Ja. Aber wir haben einfach Landstraße, das ist kein Problem hier. Ja, es zieht ja auch nicht schnell gerade, nee. Ne? Da haben wir gar keinen Stress gerade. Regen wird auch zum Glück weniger. Ja. Bei den Bäumen hinten. Hast du zufällig gerade mal dein Handy? Das würde ich mal abfilmen, wie es gerade auf dem Radar aussieht. Ja, na klar. Ich zeige euch das mal ganz auf dem Radar. Oh, Blitz. Ja, das genau, ist ein schönes Hook. Das ist unser Standort. Also das sieht schon gut aus. Schon gut eingetreten. Gutes Hook eigentlich. Was mache ich noch mal mit der anderen Hand kurz halten, den Regenschirm? Genau, also. Ne, hier unser Standort, hier die Zelle. Und man sieht so ein bisschen diese hakenförmige Form. Und das sehen wir auch hier. Ne? Wir haben hier den Aufwind und der Niederschlag geht hier hinten einmal rum. Ne? Und wir selbst stehen hier gerade in so einer blöden Vorauslöse, die aber gleich auch aufhört. Ne? Das ist hier so ein Minikern. Ja, ja. Ja, sieht halt ganz gut aus. Da haben wir noch Blitzortung zufällig gerade online. Die ist aber... Aber auch hier werden gerade die Strukturen so ein bisschen deutlicher. Guck mal. Ja, ja, das kommt halt auch alles näher. Ja, ja, ja. Ja, ist immer noch aktiv, aber war für ihn von der Blitz. Genau, also das hier ist unsere Zelle. Wir sehen auch, sind verbreitet Gewitter unterwegs. Auch hier so Richtung Bayern haben wir einige Gewitter und dann vor allen Dingen auch hier Richtung Nordfrankreich und Belgien. Aber wie gesagt, wir sind gerade das hier, ne, da wo es auch gerade wieder geblitzt hat. Später kommt wahrscheinlich hier noch ein bisschen was nach. Aber sieht, ja, wie gesagt, also für Mitte September ist es okay, ne? Video zu machen, dann löse ich die Wolke wieder auf, ey. War gerade kurzzeitig echt nicht schlecht. Naja, eben gerade fast richtig kompakt. Auf jeden Fall. Das sah auch ein bisschen böser aus, ne? Aber hier zieht es immer noch gut die Feuchte rein, ne? Wenn man das jetzt hier sich anguckt. Ja, ja. Guck mal, das ist auch richtig breit geworden hier, ne? Das war vorher nicht so breit. Naja, das ist alles Aufwind, das ne? Wird, ja, ja, das wird stärker wieder. Guck mal, das hat hier, wenn ich mir das angucke, guck mal, da hat das hier auch wie so eine Art Inflow. Warte mal, von wo kommt denn jetzt der Wind? Von hinten wieder. Jetzt kommt er von hinten. Ja, 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 der kommt von hinten. Ja. Siehst du jetzt auch an den Fahnen. Aber hier, guck mal. Die Fahnen haben sich Richtung Gewitter gedreht. Ja, 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 ja. Ach, du meinst wirklich für den Fahnen? Ich weiß, was für Fahnen da war der. Ja, ja, die haben vorhin noch nach links gezeigt. Ja, aber es ist auch viel breiter geworden als vorhin. Ne? Da hinten, da wird ja auch ein bisschen shape-artig. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Also hier, das wird vom RFD hier RFD, sein, der ist ein bisschen ja, raus. RFD, oh, Blitz. Geil. Wo? RFD, hier rechts, entweder Wolkenblitz oder Erdblitz. Ich hab grad nur Helbeeren sehen. Wollen Sie nicht von einer halben Stunde losfahren? Ja, ja. Warte, ich kann nicht hier, weil meine Runde Das war doch ein Dröhner, Alter. Schön. Ja, wie gesagt, also wir stehen hier zwischen Frankfurt und Mainz. Ja, guck mal, da wird es auch auf jeden Fall immer tiefer, ne? Ja, 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 das ist auch das, wo das Hook-Echo ist. Ja, Hook-Echo ist ja. Nein, aber guck ja, mal, aber guck dir das mal an. Guck dir das ich hab's schon gesehen gehabt. Aber das ist... Der denn, Alter? Alter, jo. Als ob es kein Hook-Echo ist. Ja. Als ob es kein V-Notch und ein Hook-Echo ist. Oh, Erdblitz hinten rechts. Oh, jetzt haut hier die Erdblitze raus. Ja, man sieht ja auch so, es wird auch so ein bisschen, hier guck mal, so streifenmäßig, ne? Hier auch so. Ja, ja, Laminar. Ja, ja, genau. Schade, dass die Wall jetzt ein bisschen aufgeht. Hier könnte eine neue Wall geben. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Da bildet sich was Neues hier. Aber es ist richtig breit geworden. Ja, das mag auch daran liegen, dass es jetzt näher gekommen ist. Nee, 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 dann hast du es gesehen. Dass da, wo diese Wolke gehangen hat, war vorher kein Aufwind drüber. Das ist richtig übel. Das flackert auch öfter jetzt wieder. Ja. Oh, guck mal hier, wie die schnell die Wolken auch reingehen. Guck mal hier. Ja. Wie die reingesogen werden. Krass. Ja. Richtig krasse Low-Level hier dann. Jo. Auch hier, guck mal da, wie schnell es hochdrückt. Ja, 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 ja. Ja, aktuell hier nordwestlich von Darmstadt. Hat sich gerade gut organisiert gehabt. Hier ist aktuell wieder am Auflösen. Da bildet sich ein neues Zentrum. Ja, das Ganze zieht jetzt auf jeden Fall weiter Richtung Osten, also boah, Richtung Frankfurt, schon wieder Erdblitz. Mist. Ja, das ist eine Scheiß-Story. Weil der Erdblitz war krass, der wird laut. Ja.
doch gesagt, lass euch los, ey. Ich hab auch gesagt, das wird ganz okay. Also das, also gerade eben hat mich wirklich gerade ein bisschen geflasht. Da war ich kurz, also war kurz wirklich echt gut. Ja. Aber das sieht auch gerade wieder nicht schlecht aus von der Tiefe her, ne? Wenn man auch weiß, wo das ist, an welcher Position. Ja, genau. Ja, ja. Du weißt halt, ne, du kennst das Radar, also du hast halt, dieses Hook. Wenn du es lesen kannst, ist nicht schlecht. Ja, 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 ja. Aber wenn du halt hier eine Halle hast, auch die auf, das immer... Deswegen, ja. Guck mal, deswegen löst sich das in der Mitte auf, weil du die Halle hier hast. Hallo, die glauben das noch hier. Leute, Sebastian macht nur Spaß. Du hast hier die Halle, du siehst richtig, wie die Wall bei der Halle sich teilt. Und links willst da... Willst du auf, sowas zu erzählen? Alter. Leute, glauben das noch. Der wohnt doch schon nicht, der muss ja Erfahrung haben, der wohnt ja schon auch im Inflow. Ja, oder was machst du jetzt? Dann guten Inflow. Dann musst du nach Darmstadt fahren. Gute Nacht. Du siehst jetzt genau nach Darmstadt. Aber es ist nicht schnell. Ich hätte gehabt, die Sachen sind halt schneller unterwegs. Ja. Es ist nicht schnell. So Leute, vielleicht melden wir uns später nochmal. Auf jeden Fall. Das war das kleine Update hier aus Südhessen. Schreibt doch mal unter, was bei euch für ein Wetter ist. Ach so, ganz wichtig, wir sind auch gerade live bei Twitch. Ne? Da könnt ihr uns unter Unwetterjäger, oh wieder Blitz, verfolgen. Junge, da ist Rotation drin. Ne, guck mal hin, guck mal, guck mal, guck warte, mal. Warte, 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 warte. Du bist im Zeitraffer. Ja, ja, sorry. Guck mal, das rotiert, siehst ja, du das? Ja, stimmt. Das rotiert definitiv da hinten. Das ist, guck mal, das siehst du auch hier, das ist der FFD und da hinten ist der RFD. Das ist auf jeden Fall. Guck mal auch hier, wie schnell sie Frakten hier hochziehen. Ja, 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 aber da ist auf jeden Fall Rotation drin. Ja. Findest du? Ja, guck aber mal. Aber langsam, langsam, rechten langsam. Teil, ne? Ja, ja, nee, diesen